Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, wo wir ja in einem Turmzimmer gefangen sind, in dem Turmzimmer, in dem William seine letzten Stunden verbracht hat. Und jetzt sind wir endlich hier und wollen uns einmal umschauen. Massive Truhe. Der Deckel ist abgeschlossen. Ja, massive Truhen gehen selten auf. Der Deckel ist abgeschlossen. Aber den Schlüssel finden wir hier bestimmt. Ein Schachbrett. Der schwarze Turm fehlt. Aber sonst kann ich damit nichts machen. Was haben wir hier noch? Pergamente. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts Nützliches. Na super. Sekretär. Eine weitere Truhe Karten. Die Karten gucke ich mir mal als nächstes an. Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Okay, das deckt sich mit dem Rätsel, das uns den Schlüssel für diesen Raum kredenzt hat. Alte Karten. Dafür habe ich im Moment kein Interesse. Wobei, was ich nicht verstehe, also William war ja in diesem Raum. Das heißt, er hat ja den Raum aufgeschlossen und war hier und hat sich dann zu Tode gestürzt. Wie ist denn dann der Schlüssel in den Globus gekommen? Oder es war ein zweiter Schlüssel? Das werden wir vermutlich nie erfahren. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Ja, da können wir wohl nichts machen. Na gut. Sekretär. Na, immerhin den kann man öffnen. Da ist der schwarze Turm. Den nehmen wir mit. Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Ein Schmuckkästchen. Oder eine Musikkästchen? Hallo? Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Guck ich mir noch mal an. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Okay. Was ist jetzt passiert? Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte mir eigentlich den Turm einfach nochmal angucken. Aber, na gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das hier öffnen kann. Kann man aber nicht. Vielleicht können wir ja die Truhe hiermit öffnen. Oder die? Offensichtlich nicht. Ach, guck mal, jetzt kann ich hier auch in die Schublade. Und die geht sogar auf. Was haben wir hier? Ein Buch. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Inwiefern gibt der Titel keinen Sinn? In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Okay, mit dem Schlüssel können wir aber jetzt... Ja, welche Truhe nehme ich als erstes? Ich würde sagen, die große hier. Fein. Haben wir den Schlüssel noch? Nee, dann hätte er wahrscheinlich auf der anderen Truhe nicht gepasst. Möchte ich zumindest hoffen. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht?
Was ist das? Hm. Fühlt sich kalt an. Sie fühlt sich merkwürdig an. Eine schwarze Kugel. Hm. Sonst ist hier nichts. Das ist überraschend wenig. Ah, Mist. Den Schlüssel krieg ich nicht wieder. Ich wollte ja jetzt eigentlich diese Truhe auch noch öffnen. Hm. Was ist denn das für eine schwarze Kugel? Und vor allen Dingen, was ist in dieser Truhe? Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Das haben wir schon gecheckt, das ging nicht. Hm. Und vor allen Dingen, wie kommen wir hier eigentlich wieder raus? Das ist ja... Die Tür bewegt sich kein Stück. Das ist... der nächste Mist. Wir könnten natürlich den alten Trick... versuchen, indem wir ein Blatt drunter schieben, aber wir haben kein Blatt, was dafür geeignet wäre. Ne? Dann könnte man dann hiermit vielleicht den Schlüssel hier raus... Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Oder so. Geschafft. Okay. Das war also halb so schlimm. Hm, also. Die Truhe bekommen wir aktuell nicht auf. Das Interessanteste, was wir gefunden haben, ist die schwarze Kugel, würde ich behaupten. Kann man damit irgendwie interagieren? Eher nicht. Hm, okay. Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen. Okay. Du meinst also, dass wir noch irgendwas nicht gesehen haben? Dann schaue ich mich nochmal genauer um. Aber hier ist nichts mehr. Hier ist definitiv nichts mehr. Ich gucke nochmal in die Schublade. Hm. Da unten liegt eine Seite, aber da komme ich gar nicht dran. Den Sekretär, doch, den kann man sich auch noch anschauen. Aber das alles habe ich natürlich eigentlich schon getan. Den Schlüssel kann man auch nicht nehmen. Hm. Also irgendwie wird es noch darum gehen, diese Truhe zu öffnen. Aber mit was? Das ist eine gute Frage, würde ich sagen. Liebe Leute, jetzt stecke ich ein wenig fest. Es ist auch alles andere als klar ersichtlich, wo hier noch was sein könnte. Hm. Das Messer hat, glaube ich, seine Dienste getan. Das brauchen wir nicht wirklich noch. Aber, also, am ehesten ist ja hier was, was ich nicht gesehen habe. Aber was soll hier noch sein? Es wird auch nichts mehr rot markiert. Hm. Sehr seltsam. Ich wüsste halt gern, was das da unten ist, aber das kann ich gar nicht anklicken. An der Unterseite der Schublade klebt ein Buch. Ach, guck mal. Das Tagebuch von William Gordon. Williams Tagebuch. Ja. Ausgezeichnet. Also ein bisschen tricky. Also vielleicht erfahre ich jetzt endlich, was in jener Nacht geschah. 21. März. Ich bin alt. Ich bin alt. Ich weiß, dass meine Tage gezählt sind.
und darum möchte ich meinem Leben einen Sinn geben, bevor ich diese Welt verlasse. Ich habe meine letzten Jahre der Suche nach der Wahrheit über meine Familie und das Blut, das in meinen Adern fließt, gewidmet. Vielleicht liegt es an den Schuldgefühlen, die ich in meinem Herzen trage, ob des Schicksals meines lieben James. Ein Schicksal, das ich aus Mangel an Mut nicht zu ändern vermochte. Nach vielen Jahren des Studiums der alten Chroniken weiß ich endlich, was das Ziel meiner Suche ist. Ich darf keine Zeit verlieren. 23. März. Aus den Schlosschroniken und den alten Aufzeichnungen in der Bibliothek habe ich so manches Vergessene entdeckt und viel Neues erfahren. Ich habe erfahren, dass James nicht der Einzige war, der den Verstand verloren hat. Über die Jahrhunderte wurden einige meiner Vorfahren vom gleichen Leiden heimgesucht, das James jetzt befallen hat. Wie es scheint, gibt es immer wieder gewisse Parallelen, als wäre ein perverser Zweck dahinter. Ich habe unseren Stammbaum zurückverfolgt und erfahren, dass jeder einzelne dieser armen Teufel in der gleichen Woche geboren wurde, und zwar alle 200 Jahre. Könnte dieser Wahnsinn eine Art Strafe sein? Die Strafe für ein Verbrechen so schrecklich, dass es auch nach 700 Jahren noch nicht verbüßt ist? Mir jagt diese Vorstellung Angst und Schrecken ein. Sie verfolgt mich jetzt Tag und Nacht. 5. April. Ich spüre, dass etwas mit mir nicht stimmt. Ich fühle mich von Tag zu Tag schwächer. Endlich holt mich mein Alter ein. Laut den Chroniken führt der Weg zur Wahrheitsfindung über 5 symbolische Schlüssel. Ihren Zweck kenne ich nicht genau. Aber wenn sie mich zur Wahrheit führen, muss ich sie finden. Ich habe beschlossen, zunächst die zu suchen, die im Laufe der Jahre weit weg von meinem Schloss getragen wurden. Vor vielen Jahrhunderten wurden die Schlüssel in die Obhut verschiedener männlicher Mitglieder unserer Familie gegeben, um zu verhindern, dass sie gemeinsam benutzt werden. Zum Glück besitze ich einen. Und James' Schlüssel zu bekommen, dürfte nicht allzu schwer fallen. Wenn ich das früher gewusst hätte, was ich heute erfahren habe, hätte ich ihn ihm nicht gegeben. Laut unserer Aufzeichnung ist der nächste Schlüssel in Markus' Händen. Der 4. Schlüssel ging an Dirkham Gordon, der ursprüngliche Herr des abgelegenen Schlosses in Wales. Eines steht fest. Ich muss bald nach Wales aufbrechen. Ich weiß immer noch nicht, wo sich der 5. Schlüssel befindet. Sein Ursprung ist im Nebel der Vergangenheit verborgen. Wenn ich die anderen bekommen habe, muss ich auch diesen letzten suchen. 15. April. Ich bin aus Wales zurückgekehrt. Meine Suche verlief ohne Erfolg. Es war nicht leicht, in die Familiengruft zu gelangen. Leider gelang es mir nicht, das nächste Fragment der Wahrheit zu finden, und ich musste mit leeren Händen wieder heimkehren. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Ich werde mich auf die Schlüssel konzentrieren, die James und Markus besitzen. Sie zu bekommen dürfte nicht schwer sein. 21. April. Was meinen Vorfahren in der Vergangenheit widerfahren ist, kann ich nicht mehr ändern, aber ich hoffe, zukünftige Ereignisse beeinflussen zu können. Der Fluch, der auf unserer Familie lastet, hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Er muss aus einer Zeit stammen, die so weit zurückliegt wie die von Markus und Mordred, den ersten Gordons. Ich habe beschlossen, an dem Ort, an dem Markus ruht, nach Antworten zu suchen. Ich weiß, dass sein Grab im Dunkel unter der Gemeindekirche verborgen ist. Der Eingang ist lange in Vergessenheit geraten und niemand weiß, wo er liegt. Ich mache mich heute Abend auf den Weg zum Pfarrhaus. 26. April. Was auch immer unter Wormhill begraben liegt, es ist nicht leicht zu erreichen. Erst nach mehreren Tagen entdeckte ich einen eigenartigen Sockel im Glockenturm,
mit zahlreichen winzigen, sorgfältig bearbeiteten Steinen. Der ganze Sockel ist ein raffiniertes, mechanisches Schloss. Er öffnet zweifellos den Weg in die unterirdische Welt unter der Kirche. Ich habe versucht, die Positionen der gegenüberliegenden Steine zu ändern. Aber es gelang mir nicht, mich voll zu konzentrieren. Ich war zu müde, um den Mechanismus richtig einzustellen. Bevor ich heimkehrte, fertigte ich eine Skizze des Mechanismus an und legte die Steine an ihre ursprünglichen Plätze zurück. Morgen will ich so früh wie möglich nach Wormhill aufbrechen. 27. April. Heute war das Glück auf meiner Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus' Grab führt. Ich bin mit Sicherheit der Erste seit Jahrhunderten, dem dies gelungen ist. Meine Überraschung war groß, als ich in das Grab hinunterstieg. Von Markus' Leiche war keine Spur zu finden. Seine Überreste müssen irgendwo versteckt sein. Ich habe die Hoffnung, dass die Antwort in den vier Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit dir den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Markus von Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Ich habe in der Dunkelheit versucht, den Text aus den Büchern niederzuschreiben. Aber es war leichter, ihn mir einzuprägen. Ich habe auch einen außerordentlichen, höchstwahrscheinlich zeremoniellen Gegenstand in der Form einer vollkommenen Kugel gefunden. Als ich sie berührte, war mir, als würde ich den Atem der Jahrhunderte spüren. Ein seltsames Gefühl. 7. Mai. Vor dieser Nacht habe ich Angst. Ich habe 2 Tage lang nicht geschlafen. Und ich höre Stimmen. Ja, menschliche Stimmen. Dutzende davon. Ihr Geflüster in meinen Ohren ist wie das Rauschen eines schrecklichen Meeres. Was geschieht mit mir? Werde ich auch wahnsinnig? Nein, das will ich nicht glauben. Ich bin so kurz davor, die Wahrheit zu finden. Und dann verließen sie dich. Ja, jetzt haben wir hier wahnsinnig viel erfahren. Das müssen wir jetzt mal kurz analysieren. Ich blätter mal zurück. Also, hier ist die Rede von einem James. James sagt mir spontan auch nichts. Aber vielleicht habe ich hier etwas vergessen. Ja, die Schlosschroniken in der Bibliothek hat er gelesen. Und redet von einem Fluch. Ein Wahnsinn. Dieser James scheint wahnsinnig geworden zu sein. Und es gibt wohl einen Fluch, der alle 200 Jahre jemanden befällt, der in der gleichen Woche geboren wurde. Und dann macht er sich auf, das Geheimnis des Fluches zu lösen und braucht dafür 5 symbolische Schlüssel. Und diese 5 symbolischen Schlüssel, ja, die sind ja innerhalb der Familie aufgeteilt worden. Wenn ich das hier richtig verstanden habe, ist er, einer ist in Wales. Da ist er hin, hatte aber keinen Erfolg. Und einer liegt unter der Kirche von Wormhill. Das erklärt auch, warum er immer in der Nacht zur Kirche gegangen ist. Mehrmals. Das steht hier sehr schön im Tagebuch. Das war am 26.04. Und dann war er ja hier am 27.04. nochmal da. Da hat er dann das Grab gesucht und ist aber nicht reingekommen. Das erste Rätsel scheint er gelöst zu haben. Das hier. Und dann gibt es noch hier ein Rätsel mit Lösungsworten. Und er hat die Kugel gefunden. Die Kugel, die wir auch jetzt in unseren Händen halten. Aber in der Nacht vom 7.5. haben ihn dann Stimmen
ja, in den Wahnsinn getrieben, kann man das so sagen. Er hatte solche Angst, wahnsinnig zu werden, dass er sich lieber aus dem Fenster gestürzt hat? Kann das sein? Harter Tobak. Das Tagebuch haben wir mitgenommen, das ist gut. Nochmal lesen möchte ich es nicht, aber wir können natürlich jederzeit reinschauen. Erinnert mich ein bisschen an das Grals-Tagebuch von Indiana Jones. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt hier alles gefunden? Ich glaube, hier werde ich nichts mehr entdecken. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich fühle mich irgendwie seltsam. Mein Kopf. Oh je, das war zu viel für ihn. Sir, endlich sind Sie aufgewacht. Langsam haben wir uns Sorgen gemacht, dass Ihnen etwas zugestoßen ist. Was ist dir passiert, Samuel? Ich weiß es nicht. Ich bekam plötzlich höllische Kopfschmerzen. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich in mein Zimmer gekommen? Bates fand dich bewusstlos auf dem Dachboden. Ja, ich wollte oben aufräumen, da habe ich sie auf dem Boden entdeckt. Ich bin zu Sir Robert geeilt und wir haben sie in ihr Bett gelegt, damit sie sich erholen. Samuel, ich habe dir doch gesagt, dass du dich nach einer so langen Reise ausruhen sollst. Vielleicht hattest du recht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich erinnere mich vage an einen seltsamen Traum, weiß aber nicht, was er bedeuten könnte. Hauptsache, es geht dir jetzt wieder besser. Ja, stimmt. Am besten, du schläfst dich richtig aus. Diesmal werde ich deinen Rat befolgen, Robert. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in Ruhe. Wenn es wieder schlimm wird, melde dich. Danke. Ich fühle mich schon etwas besser. Kommen Sie, Bates. Wir lassen Samuel ein wenig schlafen. Ja, Sir. Robert hatte recht. Ich sollte mich ausruhen. Morgen ist auch noch ein Tag. Kapitel 2. Zurück ins Licht. Heute Nacht hatte ich einen furchtbaren Albtraum. Am Morgen wurden meine Gedanken jäh unterbrochen, als es an der Tür klopfte. Sir? Sir, machen Sie auf! Was ist denn, Bates? Machen Sie auf, Sir. Ich muss Ihnen etwas erzählen. Warten Sie, Bates. Ich bin gleich da. Was haben Sie denn? Es ist furchtbar, Sir. Henry, unser Gärtner, er wurde im Gartenteich gefunden. Beruhigen Sie sich, Bates. Wovon reden Sie? Man fand ihn heute Morgen tot im Gartenteich. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe gesehen, wie seine Leiche geborgen wurde. Wie ist es passiert? Ich habe keine Ahnung. Inspektor Collier wird Ihnen das sagen. Er leitet die Ermittlungen und jetzt möchte er mit Ihnen sprechen. Er gab keinem von uns die Gelegenheit, den Schock zu überwinden, nicht einmal Madam. Wo finde ich ihn? Er wartet im Gemeinschaftsraum auf Sie. Wir sollten besser sofort hingehen, Sir. In Ordnung. Gehen wir. Inspektor Collier? Ja, Samuel Gordon nehme ich an. Ich muss mit Ihnen sprechen. Mr. Gordon, wissen Sie, was passiert ist? Ja, Bates hat mir alles erzählt. Gut. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Können wir? Ja. Haben Sie gestern mit Henry Stanton gesprochen? Ja, ich kam erst gestern an, aber ich habe tagsüber mit ihm gesprochen. Oh, Sie kamen gestern an.
Ja, für Williams Beisetzung. Verstehe. Worüber haben Sie mit Stanton gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Es war eine ganz oberflächliche Konversation. Kannten Sie ihn von früher? Nein, ich kannte nur Mr. Dickens, Henrys Vorgänger. Das war, bevor Sie das Schloss verlassen haben? Ja, vor etwa 12 Jahren. Okay, kommen wir zurück auf Ihre Konversation gestern mit Stanton. Kam er Ihnen irgendwie seltsam vor, nervös oder aufgeregt? Nein, nichts dergleichen. Er benahm sich völlig normal. Sie meinen also, er wirkte normal? Richtig. Vor dieser Befragung habe ich mit Morris, Ihrem Stallburschen, gesprochen. Er sagte mir, dass Stanton gerne einen über den Durst getrunken hat. Ja, das habe ich auch gehört. Madame Victoria hat es auch bestätigt. Was halten Sie davon? Naja, man fand ihn im Gartenteich in den Wasserpflanzen verheddert. Ich weiß noch nicht, wie er dort landete, aber es ist wahrscheinlich, dass er in betrunkenen Zustand hineinfiel. Vielleicht ist er gestolpert, hat das Gleichgewicht verloren und ist ins Wasser gefallen. Möglich. Aber glauben Sie nicht, dass das kalte Wasser ihn geweckt hätte? Nein, genau das Gegenteil. Das Wasser hat seinen Tod herbeigeführt. Er wurde ohnmächtig, fiel in den Teich und das kalte Wasser tat das Übrige. Herzstillstand? Er wäre nicht der erste Trinker, der auf diese Weise ertrunken ist. Die Ironie ist allerdings, dass es nicht in einem See oder einem Fluss passiert ist, sondern in einem kleinen Gartenteich. Tja, man kann sich seinen Tod nicht aussuchen. Wenn Sie keine Fragen haben, will ich Sie nicht länger aufhalten. Danke. Vorläufig habe ich alles, was ich brauche. Würden Sie mich bitte hinaus begleiten? Aber sicher. Bitte sehr, Inspektor. Ich werde jetzt auf Dr. Hermans Bericht warten und dann den Fall abschließen. Danke für Ihre Zeit, Gordon. Gern geschehen, Inspektor. Wiedersehen. Collier will den Fall abschließen. Jetzt, wo Henry tot ist, muss ich einen Weg finden, um an den zweiten Teil dieses seltsamen Objektes zu kommen. Ja, richtig. Aber Leute, da jetzt ganz ernsthaft, da ist jemand auf eurem Gelände gestorben. Wie kann man denn so, ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich an das Objekt komme. Ja, das war jetzt nicht der sympathischste, aber ein bisschen Empathie. Er ist im Gartenteich ertrunken. Interessant ist der Traum von Samuel. Er hatte irgendwie eine Vision davon. Allerdings in der Vision hat er die Augen nochmal geöffnet in dem Wasser. Und da ist ein Schlüssel untergegangen. Ja, jetzt haben wir den nächsten mysteriösen Todesfall. Und ein mieses Wetter. Wir haben den nächsten mysteriösen Todesfall, den wir klären müssen. Es geht weiter mit Kapitel 2 in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.